So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Legeunterhaltung. Tobias sitzt noch immer hier, den lasse ich ja so schnell nicht gehen. Zum Glück. Zum Glück, ja, ich kann dich auch einsperren, wenn du möchtest. Nein. Können wir den Spieß mal rumdrehen. Wir bauen Herr der Ringe, Überfall auf die Wetterspitze, die ich gerade nochmal gelernt habe. Das ist wie Vokabeln lernen für mich, diese Sachen. Mit den Simpsons-Dingern komme ich deutlich besser klar. Ich versuche auch immer noch herauszufinden, welche Szene, was ist da passiert. Das kann ich gerne erzählen. Ja, hau doch mal rein. Also es ist ja so, dass sie von Bre losziehen Richtung Bruchtal. Und dann ist es eben dunkel und dann wollen sie übernachten halt. Und dann sagt Aragorn, gehen wir doch zur Wetterspitze. Wieso kann ich mich daran nicht erinnern? Es ist Recycling, trotz alledem. Stimmt. Hast du gar nicht gemacht vorhin. Ja, stimmt. Skandal. Das gibt negative Kommentare. Achso, müssen wir wieder. So. Ja, und dann machen Mary und Pippin und Sam Feuer. Ja. Und das sind natürlich auch die Ringgeister. Und Frodo schimpft dann auch mit denen, warum seid ihr so blöd und macht Feuer an. Und dann werden sie natürlich angegriffen, ne? Und dann kommt Aragorn zur Rettung mit seinem Feuer hier. Hm. Und kämpft dann gegen die Ringgeister und zündet auch einen an, ne? Das ist schon eine richtig coole Szene auch. Ein Geist ist feuerempfindlich, muss ich mir merken. Ja, genau. Ein Geist ist feuerempfindlich. Ist das die richtige Farbe, sag mal? Ja. Ja, gut. Ja, gut. Okay. In Dunkelgrau gibt es auch, ja. Ja, weil es auch dieses Grau gibt. Deswegen kam ich jetzt drauf. Ja, das ist die Szene. Da wird auch Frodo verletzt von dem Hexenkönig mit dem Schwert und ist ja dann auf dem Weg zum Geist zu werden. Ne? Und dann wird er ja gerettet von der Arwen, die ihn dann abholt und nach Bruchtal schnell bringt mit dem Pferd. So. Ein Gedächtnis ist was, das angeht, echt eine große Lücke. Kann man mal sehen, wenn man einen Film ein halbes Jahr nicht gesehen, dann muss man ihn wiedersehen, um zu wissen, was da. Das stimmt gar nicht. Das stimmt, ja gut, es sei denn, du hast ihn vorher fünfmal gesehen. Dann. Ja, richtig. Also wenn man den so gerne mag wie ich, dann kennt man den auch. Ja gut, er war ja nicht schlecht. Er war halt nur nichts für 5 Mark. Ich schon. Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ist ja auch okay. Jeder hat so sein. Muss ja auch so sein. Dafür freue ich mich trotz aller Stressigkeit in meinem Leben momentan auf James Bond. Mhm, ich auch. Der rückt ja auch immer näher. Achso, einen zweiten Trailer gesehen, den habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich auch noch nicht. Hast du auch noch nicht gesehen, ne? Star Wars kommt ja auch noch dieses Jahr. Freue ich mich drauf. Ja, da bist du auch nicht der Einzige, glaube ich. Weil Star Wars hat ja so eine Fangemeinde. Wobei, vielleicht macht Disney es ja auch kaputt, dann lässt sich das auch nicht. Das wäre mies. Kann man ja nicht sagen. Ach du liebe Güte, das wird ja noch größer. Ja, ich baue mal hier. Ja, bau du mal da. Ich baue mal die Seite. Die Wetterspitze ist auch eine der Sets, die seltener sind. Echt? Hat man die nicht so gekriegt, so häufig? Nee, richtig. Mhm. Also, ihr seht sozusagen eine Rarität hier beim Aufbau. Eine kaputte. Da gab es mal diesen Joke bei Alf, wo er ein Puzzle in der Hand hatte. Fragte, was ist denn das? Ja, ein Puzzle, du musst es zusammensetzen. Also, ich hab's doch nicht kaputt gemacht. Wow, weißt du, zeigst da drauf und ich suche die Teile. Hey, ich baue das, habe ich doch gesagt. Hast du das auch? Weil ich habe die Single noch nicht gefunden. Ja. Sagt er. Geht ja gut los. Das ist jetzt. Da, aha. Ich habe jetzt gedacht, du hättest jetzt. Das ist irritierend, weil das hier auf der Seite. Na, ist egal. Alles gut. Alles gut. Alles wird gut. Bis morgen.
Bis morgen? Morgen ist ja Stress angesagt. Ja, bei mir auch. Ich habe ja Spätschicht. Ja? Wir können gerne tauschen tun. Ja, gerne. Ich verkaufe wieder. Du würdest einfach verkaufen. Ach so, bei dir ist keine Ecke dran. Ah, okay. Ich durfte auch einen Tag. Interessiert zwar jetzt nicht die Leute hier draußen. Stimmt, ich glaube, also die wissen ja alle relativ wenig von unserem Privatleben, abgesehen davon, dass wir keine Sekretärin haben. Oder keine Praktikantin. Immer noch nicht. Wunderbar. Ach, das mache ich jetzt falsch, ne? Ja, ich war auch einen Tag in so einem Reifenlager helfen. Reifenlager? Ja, war nicht so toll. Hatte das denn mit der Firma zu tun oder war das wieder ein anderes Unternehmen? Fiege war das. Also, ich schicke dich auch rein. Das ist der Nachteil an diesem Job. Ja. Habt ihr das gesehen? Sicher habt ihr das. Wenn nicht, ihr könnt bei YouTube die Geschwindigkeit regeln. Guckt euch das in Slow-Mo an. Wenn ich es nicht als Gag hin dranhänge, wäre auch mal geil. Ja. Bitte wenden. Bitte wenden. So. Ja, wir können wieder dual bauen. Das ist auch wieder schon sehr schön. Speedbuilding nennt sich das dann. Ja. Wenn man die Zeit findet. Wenn du dann mal aus dem Quark kämst, ja. Wenn man die Zeit findet, sag ich das. Ja, glaube mir meine Sorge. Ja, kannst mal sehen, wie schön das ist. Ja, da hast du. Juhu! Kann auch wieder vorkommen, dass ich aus Versehen was? In einer anderen Tüte getan habe. Aber ich habe aufgepasst. Ist das überhaupt mal vorgekommen? Bin gerade im Überlegen. Ja. Ja? Deswegen sage ich es ja. Dann war es nicht gravierend. Weil ich sag mal, wenn du natürlich einen Teil brauchst jetzt, dringend, sage ich mal, dann hast du natürlich ein Problem. Aber wenn das jetzt irgendwas zur Dekoration ist, was du jederzeit wieder dabei stellen kannst, ist ja kein Thema. Das stimmt. Das hängt ja auch immer noch von den Teilen ab. Ist das richtig hier? Nee, verkehrt rum. Das muss so. Ja, ich habe das ohne Praktikanten geschafft. War nicht so schön. Also bewerben. Ja. Mich würde sowieso interessieren, wie hoch der Frauenanteil an unseren Zuschauern ist. Stimmt. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das wäre mir auch interessant zu wissen. Weil Lego, ich glaube, Lego ist doch eher so eine Männerdomäne. Männerdomäne, ja, genau. Ich habe nur ein so ein grünes Film noch. Also wenn ihr Frau seid, schreibt einfach mal so kommentarlos runter, ich oder so. Nochmal, um zu wissen, mit dem was zu tun haben. Ja, wir haben ja übrigens mehr Abonnenten seit kurzem. Ne? Ich weiß, 23? Ja, nee, letzten 20, 26 meine ich. Echt? Ja, also. Boah. Finde ich gut. Also. Weitermachen. Also wenn davon nicht wenigstens 10 weiblich sind, ne, dann schließen wir den Kanal. Was heißt denn nein? Das haben immer noch wir. Das ist ja das Schöne, wenn man einen eigenen Kanal hat. Du führst Regie. Du bist YouTube. Dein grünes Ding ist übrigens verkehrt rum. Das musst du so rumlaufen. Ja, stimmt. Und das sitzt falsch. Aber immerhin. Hast ja recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Ja, ihr verpasst ja etwas. Oder? Sieht das nur so aus? Warte mal, da fehlt noch einer, ne? Deswegen passt das nicht genau. Das fehlt. Jetzt ergibt es wieder einen Sinn. Oh. Ja, kannst mal sehen. Kannst du machen, nichts musst du gucken, blöden. Das ist auch so ein doofer Spruch. Ich krieg in den letzten Tagen so viele doofe Sprüche rein, das kann ich alle gar nicht wiedergeben. Ja, ist manchmal so. Gestern habe ich auch richtig viele Leute wieder getroffen. Ja, ja, klar. Das ist, ich denke mal, Halb Kamen war wieder da. Ist ja auch klar, bei dem Wetter, bei der Veranstaltung. So, ich denke, wir machen das mal so rum, sonst irritiert das den einen oder anderen. Zum Beispiel mich. Ja, okay. Warum ist der jetzt eigentlich so schief und krumm? Ja, mach das mal vernünftig. Schief und krumm, nix ist schief und krumm.
Ja, kannst du so auch nicht sagen. Das ist nichts schief und krumm. Du hast auch noch eine Seite zu bauen. Ja, ich komme bloß nicht hinterher, weil du irgendwie muss ja deins erstmal reparieren hier. Was? Solche Behauptungen ist halt nicht so. Dann brauche ich bestimmt auch sowas. Ja. Ja. What? Okay. Ja, die eine Fackel, die müsstest du, weiß ich nicht. Nee, warte. Hä? Hast du die Fackel in der falschen Ach so, Position? Da. Ich sehe. Ach so, so. Richtig. Da geht nur so komisch an. Ja, dann wird ja so ein Halbkreis. Das kriegst du doch nie im Leben. Doch, doch, das kriegst du. Das kriegst du so gerade zusammen, ne? Kriegst du. Ja, gut. Damit es rund wird, ne? Vertrau dir mal. Ausnahmsweise. Ja, sonst vertraut er mir gar nicht. Oh, ich. Nee. Woher kennen wir uns schon so ewig? So ewig, sagt er. Ja, ist das jetzt 6. Jahr? Ja. Kommt schon bald hin, ne? Ja, kommt hin. Muss doch mal weiterdenken hier. Denken Sie mit. Ja, mach ich doch. Bitte denken Sie mit. Jetzt kommen diese Platten noch drauf. Ach, hast du schon, ach, das hast du auch schon. Oh, wow. Meinst du, warte mal, nicht so schnell. Oder sah das nur so aus? Nee, das ist so. Ach so, weil damit man sieht. Guckst. Ah, das ist klar. Ja, wenn man drauf guckt. Das ist der Effekt. Ja. Aber das sah so aus, als müsste ich immer drauf. Immer drauf. Was haben wir da jetzt? Habe ich hier beide? Okay. Wo kommen die hin? Da auf vorne. Den Boden. Und wir schmeißen sowas einfach auf den Boden. Das sind ja so Fliesen. Oh ja, gefliest haben wir schon viel, ne? Ja. So, das Simpsons Haus. Wenn das kommt. Cookie Mart. Auch der Cookie Mart gelaufen. Genau. Hier kommt der Cookie Mart. Du machst das, ich baue. Ja, Bullshit. Siehst du, so geht er den ganzen Tag. Du machst das. Ja. Komm schon von mir auf Arbeit hier. Hier nimmst du das Cookie Mart. Ein Lied von Captain Oz, den wir gestern auch gespielt haben. Ich dachte, ich wäre Chef hier. Ja. Warum nicht meine eigenen vier Wänden degradieren? Irgendwie noch eine Schwertspitze. Das ist ein Speer ist das. Zwei Mal muss ich das bauen. Wie Schwertspitze. Ah, da ist er. Der ist recht. Deutlich länger. Ist fertig? Ja, einmal haben wir schon gebaut. Weil die Dinger okay. Hatten wir schon mal, ne? Die fand ich ja irgendwie ziemlich gruselig. Muss ich sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Lego-Männchen, das nicht zum Mann geschafft hat. Aber vielleicht war das mal eine Idee, Kinder ins System zu bringen. Ja. Also unterschiedliche Größen, also das könnte ja sein. So. Einmal. Warum drückst du mir denn in der Hand? Ja, damit du schon mal hinbaust. Wie es hingehört. Also einmal umdrehen. Und nein! Doch, hast du recht. Nee. Ja doch. So und dann muss es hier drauf. Auf diesen. Genau. Ja, so? Ja, genau. Echt? Nee, andersrum. Nee. So. Dass das nach vorne zeigt. Also Lego-Konstrukteur möchte ich auch nicht sein. Das ist kein einfacher Job. Ja, ich stelle mir das schon interessant vor. Interessant, ja, aber hat man die Ideen, dass das alles so passt hinterher? Mhm. Haben wir schon mal drüber gesprochen, so nach dem Motto, ja, nehme ich Steine, die es schon gibt, oder muss ich einen neuen kreieren? Ne? Das ist gar nicht so einfach. Richtig. Je nachdem, was du da erfüllen musst für einen... Für einen Stein. Genau. Ah, jetzt kommen die Dinger da drauf, siehst du? Ja, diese Klappdinger. Damit das halt. Auch das sowas passt auch.
Oh Mann, ne? Das ist, hat ja auch, das ist wahrscheinlich auch mit Winkeln rechnen oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall musst du das. Weil du musst ja wissen, die Abstände und so, dass das hinkommt. Ja, muss ja alles genau gemessen sein. Ja. So. Ja, ich will wieder was machen. Ja, so wie du das machst, ist das auf jeden Fall. Nein, das muss nach innen. Wie nach innen? Nach innen, da drauf, nicht nach außen. Hä? Hey. So. Oh, so. Wollte? Ja, sicher, geht ja nicht anders. Stimmt. Er hat recht. Wow. Er hat recht gesagt. Ich mach mal einen Strich. Hä? Das passt auch bei mir nicht. Ja, ich nicht. Mach schon mal weiter. Ich kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Ja, ich muss da was draufsetzen, wo du da willst. Ich kann nicht aber so weitermachen. Soll ich deine Finger mit einmauern? Ja, bitte. Okay. Für immer gefangen. Kannst du ihn umschauen, ne? Ja, die Zeit läuft. Unsere Zuschauer haben Zeit, die sind längere Videos gewohnt. Das längste war eine Dreiviertelstunde so lang, ne? Das längste war ja jetzt, Dings. Aha. Zurück in die Zukunft. Nein, das war nicht das längste. Nicht? Nein, es gab längere. Mach du mal. Irgendwas. Ist koscher. Wenn es koscher wäre, würde es passen. Ja. So, ja. Nee. Doch, nee, da fehlt noch was. Da drunter. Oh Gott, der macht alles kaputt. So. Ja, ich mache alles kaputt. Ist meine Lieblingsaufgabe. Ja, deine Bestimmung. Bist auf die Welt gekommen und hast dir gesagt, ich werde nur zerstört, das bringt nichts. Wieso passt deine Architektur nicht so? Das ist jetzt auf Spannung, da ist was nicht in Ordnung, ne? Oder? Das ist gut. Ja, vor allem, du musst gleich da. Du wirst ja gleich sehen, dass das nicht passt. Dauert das fast. Dauert das fast, gut. Das dann mache ich das auch so. Was nicht funktioniert, warum funktioniert er nicht? Warte mal. Ach so, jetzt weiß ich aber, was der Falsche macht. Ja, sehe ich jetzt gerade auch. Deswegen sitzt das auf Spannung, ist ja klar. Die Konstruktion stimmt. Dann machen wir das nochmal ab. So, der muss nämlich da drauf. Ja, so ganz einfach, ohne Problem. Na, ja, dann passt das nämlich auch. Ja, okay. So, dann passt das nämlich. Auch. Wunderbar. Jetzt darfst du das gleich nochmal in schwarz machen. Dann, gucken, weil ich das so gut hingekriegt habe. Genau, gucken, wie lange du das gebraucht. Ja. Das. Juhu! Daumen hoch dafür, genau. Ja, hast du das gelesen mit Miss Piggy und Kermit? Ja, die sind ja jetzt getrennt, ne? Wer lässt sich denn so halt einfach? Ja, das ist keine Ahnung. Fiktive Figuren, die sich trennen, so weit sind wir schon. Ich will nicht wissen, wie viele Protestbriefe das gegeben haben. Ja, eine Menge. Das ist ja ein Traumpaar. Aber er hat hier schon eine neue. Denise soll der heißen. Okay, aber kann ich. Ist auch ein Schwein. Also jetzt. Ja, wenn es Piggy ist eine Sau, dann sie ist halt auch eine Sau. Aber der hat eine falsche Farbe. Die muss man woanders klauen. Was machst du? Oh nein. Falsche Farbe. Oh nein. Doch. Ich darf nicht wahr sein.
Ja, das kann ja vorkommen. Er bricht Lego-Regel Nummer 1. Fange nie ein Türchen an, bevor es nötig ist. Ja, und bevor die falsche Farbe da drin ist. Dann machst du lieber gar keine dran, ne? Machst du noch mit, oder wie ist das? Ja, ich komme jetzt nicht mehr hinterher. Das war jetzt. Er kommt nicht mehr hinterher. Irgendwann werde ich so schnell bauen, dass ich keinen Zeitraffer mehr einbauen muss. Das baut sich dann von selber. Ja. Juhu. So, jetzt ist es stabil. Ja, es wird so eine Falltür. Ja, hab ich mir schon gedenkt. Können wir gleich mal ausprobieren. Irgendwie. Der ist falsch. Man muss in die andere Richtung gucken. Ja. Ja, weißt du, verbaust dich 10-mal. Wenn ich mich einmal verbaue, dann kriege ich mir einen dummen Spruch ab. Das war kein dummer Spruch. Ist ja wohl ein dummer Spruch. Was ist eure Meinung dazu? Ja, postet es in die Kommentare. Gilt als dummer Spruch oder nicht? Normal hält das. Das ist schon normal. Komisch. Oder das? Nee, da kommt das Plättchen drauf. Ach so, deswegen, ja. Ja, zumindest funktioniert es nach oben hin. Oder muss, da muss nichts mehr drauf zusätzlich, ne? Doch, siehst du ja. Aha. Da war ich zuvor eigentlich. Ja. So ist das mal. Aha. Ja, andersrum. Aha. Aha. Das hätte er doch. Wo ist das Mannequin? Achso, das sitzt in der nächsten Tüte. Ah. Nee, das ist. Das kommt aber auch nicht im Film vor, dass der da runterfällt. Also. Er springt ja auch hoch. Wir sind fertig. Ja. Normalerweise kommt er jetzt da drauf. Oh nein! Er kippt so schon um. Und tschüss! Und? Tschüss. Cool. Das war Tüte Nummer 2. Wir sehen uns das wieder bei der 3. Ja. Ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss! Tschüss!